kommt in diesem Jahr heraus. Als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karab jagt nun Tag und Nacht nach ihm. Doch Presley hat vier Leibwächter, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren. Er hat die Mumien, sie schützen absolut Gold. Er hat die Mumien in San Franciscos Buch bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren. Er hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht. Er hat die Mumien, da der Boden geht bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn die Wisse beschreibt die Babyselei. Das Reich. Die ersten Gäste kommen. Wie unser kleiner Freund Rapsis sagen würde, dieser Rummelplatz ist voll cool. Ja, hier gibt es sogar neuzeitliche Zauberkünste zu sehen. Na und? Muskeln zählen mehr. Nein, unser Prinz würde jetzt sagen, man muss es im Kopf haben. Bloße Kraft hatte noch nie eine Chance gegen einen scharfen Verstand. Wer hat das gesagt? Wenn du versuchen würdest, Tut mit deinem Hirn zu schlagen, wärst du zum Schluss derjenige, der eine weiche Birne hat. Hört auf, euch wie Schakale zu streiten. Wir sind hierher gekommen, um etwas dazuzulernen. Dann kapiert am besten gleich, dass hier für Penner nichts zu holen ist. Penner? Wie können Sie es wagen, uns so zu nennen? Wir sind königliche Wächter des jungen Pharao. Oh, vergebt mir eure Hoheit. An eurer Stelle würde ich mal mit dem königlichen Schneider sprechen. Und jetzt schaut ab! Wie unfreundlich. Nein, beruhige dich, Ras. Ich glaube, viel mehr als das hier ist von diesen unerfahrenen Leuten nicht zu lernen. Heute ist Ihr Glückstag, Mr. Sullivan. Ich habe mich entschlossen, Ihren Rummel zu kaufen. Er steht nicht zum Verkauf. Ich habe Sie für klüger gehalten. Ah! Auf jeden Rummel gehört eine Monstershow. Ah! Wie alle Rotznasen wird sicher auch der junge Pharao von diesem Rummel angelockt. Und wenn er hier auftaucht, werde ich ihn mir schnappen und ihm seine Seele entreißen, durch die ich dann endlich das ewige Leben erlange. Es sei denn, die Mumien hindern dich wieder daran. Das sollten sie gar nicht erst versuchen. Hey, hast du schon gehört? Am Samstag wird der Rummel eröffnet. Ich habe zwei Freikarten. Ich bin dabei. Super. Hallo, gehen wir zusammen dahin? Tja, ich habe nur zwei Karten. Hä? Du hattest zwei Karten. Gib sie wieder her! Guten Appetit. Und lass deinen Kartoffelkopf nicht auf dem Rummel sehen, sonst muss ich ihn dir zerquetschen. Muskelkraft bringt's. Tut mir leid. Es ist die immer noch der Verstand. Kraft. Kraft. Verstand. Kraft. Verstand. Kraft. Verstand. Hallo, Leute. Schön, dich zu sehen, mein Prinz. Was ist passiert? Oh nein. Tut nicht weh. Au. Ich bin hingefallen und hab mir das Auge gestoßen. Gibt es da vielleicht etwas, was du uns erzählen willst? Okay, irgend so ein Rüpel hat mich verdroschen und ich stand für meinen Freund wie ein Blödmann da. Wolltest du das hören? Armer. Unser junger Prinz muss lernen, wie man sich erfolgreich verteidigt. Es wäre mir eine Ehre. Zuerst legt man die Strategie fest. Überstürzte Reaktionen führen zu einer Katastrophe. Du musst schneller denken als dein Gegner. Entschuldige, Ras, aber schneller zu denken als Tiny war nie mein Problem. Wenn du Ägypten zuerst einmal beherrschst, kennst du viele Wege, deinen Feind zu besiegen. Du meinst, ich kann Tiny mit dieser Keule verprügeln? Was damit? Nein, das ist mein Mittagessen. Aber denk immer daran, dass Ägypten eine Kunst der Verteidigung ist. Niemals eine des Angriffs. Sie richtet die Kraft des Angreifers gegen ihn selbst. Und jetzt geh in Stellung! Etwa so, ja? Na toll, du siehst aus, als wärst du eine Breze. Das ist ja wohl Kinder. Nein. Vergiss das erst einmal. Versuch jetzt, mich zu treten. Aber ich will dir nicht wehtun. Tritt zu! Hiya! Das lerne ich nie. Dann bleibe ich eben Tiny Sansa, bis ich meinen Abschluss habe. Niemals auf. Und jetzt wirst du dieses Brett da zerschlagen. Ah,
Was ist denn in dich gefahren? Der junge Prinz wird sich die Hand dabei brechen. Keine Angst, Ras. Ich habe das Brett angesägt. Selbst du könntest es zerschlagen. Ich weiß nicht, Amon. Das Brett sieht ziemlich hart aus. Du auch, mein Prinz. Naja, vielleicht schreiben dann viele Mädchen ihren Namen auf meinen Gips. Hiya! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ja! Mach dich schon warm, Tiny. Gleich kannst du was erleben. Ich bin eine Kampfmaschine! Warte! Mein Prinz, warte! Da siehst du, was du angerichtet hast. Behalt ihn lieber im Auge, damit ihm nichts passiert. Sieh dir das an, Walter. Das ist ein super Rummelplatz. Und wir werden die Ersten sein, die ihn betreten. Warum können wir nicht warten, bis er geöffnet ist, wie alle anderen? Was denn? Hast du etwa Angst? Natürlich nicht. Wer ist da? Ich wette, das ist Tiny Turner. Und selbst wenn es Tina Turner wäre, ich gehe jetzt nach Hause. Keine Angst, ich beschütze uns. Lass mich sofort wieder runter, Freundchen. Ich kann dir Gips zu. Lass ihn los, du. Au. Aua. Was hast du mit mir vor? Lass mich in Ruhe. Lass mich los. Zwei gegen einen, wie lustig, ich liebe es! Amon, bist du es? Ja, und den Göttern sei Dank, dass ich dir und deinem Freund gefolgt bin. Walter! Er braucht jetzt nur etwas Ruhe. Naja, und ein Bad. Bist du sicher, dass es Tiny war, der den Prinzen angegriffen hat? Glaub schon. Aber es war Nebel. Wir sollten diesem Rüpel eine Lektion erteilen, die er nie vergisst. Nein, ich muss alleine mit ihm fertig werden. Ich habe das Training neulich nicht ernst genommen, Amon. Gibst du mir noch eine Chance? Ich bin noch nicht fertig. Verstehe, alles klar. Jetzt bin ich fertig. Bring mir Treten und Schlagen bei. Bald, aber zuerst müssen wir deine Muskulatur kräftigen. Ich kann ihn, gib zu! Wie du siehst, musst du noch sehr viel lernen. Wie hast du das gemacht? Zeig mir diesen Trick. Zupacken, springen, sich drehen und dann die Beinschere. Hab Geduld, mein Prinz. Die Pyramiden wurden auch nicht an einem Tag erbaut. Tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie haben einen Fleck übersehen. Kein Problem. Das war die schnellste Schnellreinigung, die ich je erlebt habe. Lass dich nicht so herumschubsen. Mumien haben auch Rechte. Ich verstehe nicht, warum ihr mir ständig auf der Pelle hängt. Es ist nun mal unsere Pflicht, dich zu beschützen. Ja, ich weiß. Ich hol mir Popcorn. Möchtet ihr auch was? Jetzt, wo du fragst, ich hätte gern einen Hotdog, eine Pizza und ein Eimer Schokorosinen. Presley, warte! Gehst du zum Rummel? Ja, ich meine, ich treffe mich mit Walter. Aber Tiny will doch nicht, dass du da aufkreuzt. Genau deswegen gehe ich ja hin. Du hast Mumm. Kann ich mitkommen? Warum nicht?
ihr beiden. Sei vorsichtig, Presley. Ich habe hier vorhin Tiny und Chuck gesehen. Ich lasse mir von diesen blöden Männern nicht den Spaß verderben. Kommen Sie, treten Sie ein. Hier sehen Sie eine einmalig fantastische Monstershow. Wie abstoßend und widerwärtig. Kommen Sie, treten Sie ein. Die nächste Vorstellung fängt gleich an. Das war er. Wer? Raps ist der Prinz. Der Sohn des Pharao, der mit der unsterblichen Seele. Ja, er ist meine Eintrittskarte ins Paradies. Holt mir den Prinzen. Und bringt mir eine eisgekühlte Limo mit. Diese ganze Schreierei hier hat mir den Hals ausgetrocknet. Versuch's mal, Superman. Ich schaffe Tiny locker. Er soll nur kommen. Gehen wir. Das macht vielleicht Spaß, wenn man auf Reihen steht. Gleich haben wir ihn. Hey, Blödmann! Ich sagte dir doch, dass du dich hier nicht sehen lassen sollst. Hau ab, Tiny! Im Wald konntest du mich noch überraschen, aber jetzt sehe ich dich. Was redest du da? Ich war in keinem Wald. Ich sag's nur einmal, steh still! Zwing mich nicht dazu, dich platt zu machen. Schluss mit dem Spiel, Blödmann. Springen, sich drehen und zupacken. Ich krieg dich, Presley. Keiner blamiert mich ungestraft, auch du nicht. Dafür sorgst du selbst, wie du siehst. Das war super cool. Wo hast du die Tricks gelernt? Ach, naja, aus dem Fernsehen und so. Kommt, wir amüsieren uns. Jetzt stört uns keiner mehr. Du dummer Junge, ohne deine Mumien bist du verloren, denn gleich gehört deine unsterbliche Seele mir. Wie konntest du zulassen, dass der Prinz aus dem Kino entwischt? Wieso gibst du mir die Schuld? Zum Glück ist nur ein Rüpel hinter Rapses her und nicht Scarab. Das ist super. Ich könnte den ganzen Tag Karussell fahren. Daraus wird nichts. Wir müssen abspringen. Sofort. Warum? Das ist gefährlich. Glaub mir, es wäre gefährlicher, nicht zu springen. Diesmal lasse ich dich nicht entkommen. Jetzt ist keine Zeit für Erklärungen. Lauf! Seht doch, da ist unser Prinz. Und Scarab. Mit der Kraft des Ra's. Diese Schreckgespenster gesehen? Vor wem laufen wir eigentlich davon, Presley? Frag lieber nicht. Jedenfalls essen kann ich heute nichts mehr. Wie es aussieht, sind wir hier in Sicherheit. Andererseits... Schnell weg! Presley, bleib stehen! Sag mir endlich, bevor wir davonlaufen! Jetzt gehörst du mir. Der da ist der Grund! Aber leider nicht der Einzige. Endlich hab ich dich, du.
Lass ihn sofort los, Karab! Hast du verstanden? Haltet sie auf! Diese Typen sind ja brüchiger als Glas. Lauf du mit deinen Freunden weg. Ich zeige diesen Figuren, was eine Peitsche ist. Hey! Ja! Was sind das für merkwürdige Gestalten? Das sind Leute vom Rummel. Schnell raus hier! Während die vier mit dem Kämpfen beschäftigt sind, schnappen wir uns den Jungen. Beeilt euch! Hier rein! Dieser Rummel ist echt zum Abgewöhnen. Ihr wimmelt ja nur so von Gespenstern. Stimmt. Mir reicht's auch. Lass dich ja nicht wieder blicken! Aua! Bleib ruhig, Schissase. Die Figuren sind doch nicht echt. Drache ist süß, du Rache. Hast du vor Schreck deine tollen Tricks vergessen, oder was? Tiny, du scheinst nicht zu wissen, worauf du dich einlässt. Ach, wirklich? Dann sollte ich wohl langsam Schiss kriegen. Oh. Ha, ha, ha. Aber jetzt richtig. Nun werde ich mir deine unsterbliche Seele nehmen. Oh nein, tun Sie mir nichts, bitte. Warte, Meister, ich will dir sagen, dass du... Störe mich nicht. Fahre in mich, du Seele des ewigen Lebens, und komm heraus aus diesem wertlosen Fleisch. Lass ihn sofort los! Wie denn das? Du hast den Falschen erwischt, großer Meister. Sie haben's gehört, Mister. Lassen Sie mich laufen. Hier aufzutauchen ist sehr freundlich von dir. Mit Freundlichkeit hat das nichts zu tun. Ja, wie es aussieht, gibt's heute wohl doch keine Seelenübertragung. Das nur dieser kleine Kerl. Ich nehme an, du lässt mich von nun an in Ruhe. Lass mich los, oder willst du, dass ich dich nochmal in die Ecke schleudere? Du schleuderst niemanden irgendwo hin. Dein Leben ist nämlich jetzt zu Ende. Und ich werde gleich unsterblich sein. Irrtum, du wirst von Tag zu Tag älter und hässlicher. Augenblick mal! Dafür lasse ich euch diesmal büßen. Bitte nicht! Da bist du ja. Haben dir diese Rummelfiguren tatsächlich Angst eingejagt? Geht raus! Wir kümmern uns hier um Scarab. Ich habe noch nie eine Gespensterbahn erlebt, die so echt wirkt. Zeit für ein kleines Muskelspielchen. Für einen Moment hast du Scarab außer Gefecht gesetzt. Aber uns leider auch. Ich hatte nicht das Gefühl, dass du es besser gemacht hättest. Wieso sind wir in diesem Käfig? Das wüsste ich auch gern. Aber wahrscheinlich haben wir das dir zu verdanken. Nein. Hätte es sehen sollen, wie Presley diesen Typen erledigt hat. Das war Spitzenklasse. Cool. Ich bin stolz auf unseren jungen Prinzen. Er hat gegen Scarab große Stärke bewiesen. Ich finde, er hat eher Klugheit bewiesen. Nein, Muskelkraft. Er siegte mit Verstand. Mit Muskelkraft. Mit Verstand. Muskel. Verstand. Muskel. Muskel. Verstand. Reingelegt. Ich meinte Muskeln. Namens Presley fand in diesem Jahr heraus, als Ägypten noch die Welt regierte, war er einst ein Pharao. Ein Zauberer namens Karab jagt nun Tag und Nacht an ihm.
Doch Presley hat vierleibige, die passen auf ihn auf. Er hat die Mumien schon tausende von Jahren alle. Er hat die Mumien, sie schützen Ramses neue Gestalt. Er hat die Mumien in San Franciscos Bumsbereich. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute los. Von Jahren alle hat die Mumien, sie machen vor Gefahr nicht halt. Er hat die Mumien, da der Golden Gate bereit. Er hat die Mumien, sie schützen unsere Welt von heute, denn sie wissen Bescheid, die Mami soll leid.